Ja, auch willkommen von mir. Worum soll es in dem Video gehen, wie man mit so einem aus dem RC-Bereich vielleicht bekannten Sender, wie man da ein solches Modell steuern kann? Das ist jetzt ein ganz herkömmlicher Funksender von der Firma Radiomaster, eine TX16S. Das ist ein 16-Kanal-Sender. Warum gerade diesen Sender? Weil ich diesen Sender eigentlich so spannend finde, um, man nennt man so, Bedienerfahrung und Usability mal zu testen. Ich habe hier 8 analoge Kanäle oder proportionale, wie man sagt, und 8 Schaltkanäle. Und da kann man ein bisschen spielen, welche Funktionselemente, Steuerelemente ich wirklich brauche, um ein etwas komplexeres Modell zu steuern und was ein bisschen Overkill ist. Wie funktioniert das überhaupt, dass ich mit so einem Sender ohne irgendwelche Basteleien so ein Multiking-Modell steuern kann? Man hat da mal herausgefunden, dass diese bekannten Boxen, die ich habe, es gibt ja sowohl diese Box hier, als auch die Box für die 6-Kanal-Vertrieb. Habe ich zum Beispiel hier. Hier ist jetzt nochmal, hier ist jetzt nochmal die 6-Kanal-Box. Und hier ist ja die 4-Kanal-Box. Man hat herausgefunden, die kann ich zwar auch mit dem Handy steuern, aber eben auch mit diesen Kanzeln, die dabei liegen. Und das Spannende, was man herausgefunden hat, dass die nicht auch das Bluetooth-Protokoll benutzen, hätte man ja machen können, um. Wie die App auch, bei Lego ist das so, da benutzen die Handsender das gleiche Bluetooth-Protokoll wie die Handys. Hier hat man herausgefunden, nein, die Boxen sind, haben eine hybride Betriebsart, alles natürlich auf 2,4 GHz, aber die Handsender sind in einem anderen Funkprotokoll unterwegs, was angelehnt ist oder so ähnlich ist wie Anführungszeichen normale Funkprotokolle, die es eigentlich auch nicht gibt im RC-Bereich. Also in der Protokollwelt, die ganz viele Spielzeughersteller benutzen, zum Beispiel auch. Also für preisgünstige ferngesteuerte Sets. Und eigentliche Magie dabei ist, dass, ich muss ja in meinen Modellkonfigurator, ich muss den Modellkonfigurator eben reingucken. So, Modellkonfigurator, wenn ich da in die Einstellung von meinem Funkmodul gehe, dann sieht man das. Da ist ein Multiprotokollmodul verbaut. Was ist ein Multiprotokollmodul? Ein Multiprotokollmodul ist ein Modul, wo 4 Sendemodule eingebaut sind und ich dadurch dann eine große, große Vielzahl unterschiedlicher Funkprotokolle bedienen kann. Wir haben im Modellbau das gleiche Problem wie im Klemmbausteinsektor. Da baut jeder Hersteller sein Süppchen. Man wollte das ein bisschen begradigen und da haben Hobby-Elektroniker haben also ein Modul entwickelt und entsprechende Software für geschrieben. Und interessanterweise sind viele von diesen kommerziellen Herstellern sind mit auf den Zug gesprungen. Viele Steuerungen haben ein sogenanntes Open-Source-Betriebssystem. Das war früher mal EdgeTX, ist heute EdgeTX und hieß früher mal OpenTX. Das kann man auf einer ganzen Vielzahl von Steuerungen betreiben. Der Trick ist, gibt sowohl in der Schwarz-Weiß-Version als auch in der Version mit Farbdisplay. Das Spannende bei EdgeTX ist gegen OpenTX, es werden jetzt auch Touchscreens unterstützt, ne, wenn man sie dann braucht. Ich komme ja später in Videos dazu, warum man die nicht unbedingt braucht, warum man auch kleinere, kompakte Steuerungen gut parametrieren kann. Da gibt es nämlich eine übersichtliche Software zu. Darum soll es mir nicht gehen. Soll ich immer gehen, dass im Rahmen von diesem offenen Betriebssystem und diesem Multiprotokollmodul, das eben gepflegt wurde. Und jemand hat sich die Mühe gemacht, hat eben das Multiking-Protokoll da implementiert. Leider im Augenblick nur für Multiking. Ich bin gerade in Kontakt mit den Entwicklern. Wir prüfen gerade, ob wir nicht auch Kader integrieren könnten oder so. Aber was wir schon gemacht haben für Multiking, es gibt da eben für die Boxen, die es am Markt gibt, 3 Varianten oder für die älteren. Für die V4.0-Boxen und die V6.0-Boxen, so wie sie mal nennen. Und zwar die V4.0-Boxen, die gibt es halt in einer proportionalen Fassung und in einer digitalen. Und ich kann hier von den proportionalen bis zu 4 Boxen mit dem Sender verbinden und von den digitalen bis zu 4. Ich habe gar nicht geprüft, ob man im digitalen, also ob ich digitale mit den proportionalen Boxen mischen kann. Egal. Die Frage ist, die noch blieb, ist, was mache ich mit den neuen 6-Kanal-Boxen? Die erkennen nur das analoge Protokoll.
das Proportionale und wie kann ich da die 16 Kanäle auffüllen. Ich kann bis zu zwei 6-Kanal-Boxen verbinden, dann habe ich 12 Kanäle. Und wenn ich mag, kann ich das mit einer 4-Kanal-Box auffüllen auf 16 Kanäle, wenn man es dann braucht. Der wirkliche große Vorteil ist auch, wenn ich so eine Box habe, dann kann ich hier in begrenzter Weise Drehzahl Umkehr machen, ich kann Antriebe miteinander verbinden und ich kann natürlich auch, ich sag mal, die Ausgänge frei wählen, ne, indem ich sie einfach umstecke. Das ist hier ein bisschen ähnlicher, nur komplexer. Ich habe halt eine viel größere Auswahl an Bedienelementen und ich kann hier eben auch jedes beliebige Bedienelement der Fernsteuerung jedem beliebigen Ausgang meiner Boxen zuordnen. So, und jetzt um auf das Modell zu kommen. Dazu. Wenn ich dann meine Boxen an dem Sender, guck mal, dass wir das Bild wieder sehen. Wenn ich dann meine Boxen an den Sender anbinde, dann kann ich die Boxen, also wenn ich nur eine Box habe, dann muss ich nicht den Empfänger benennen. Und dann verbindet sich der Sender immer mit der einen Box, die aktiv ist. Das ist so, wie es von Moodkin kennt. Wenn ich jetzt mehrere Boxen mit der Steuerung steuern will, also zu die zwei von dem Baggerlader, dann habe ich jetzt diese Boxen zunächst einzeln an den Sender gebunden. Und wenn ich jetzt dem Sender sagen möchte, ich möchte mit dir mehr als eine von diesen Empfängern steuern, dann sage ich, meine Startadresse ist der Empfänger Nummer 1 und die Optionswerte, wie man das in der zweiten Zeile sieht, ist 2. Und das heißt, ich steuere halt mit meinen 8 Kanälen meine 8 Kanäle zur Verfügung und die Steuerung macht das automatisch, dass die ersten 4 Kanäle auf die erste Box gehen und die zweiten 4 auf die zweite. So, ich habe mittlerweile habe ich auch die Box halt eingeschaltet und der Bagger hat ja, wenn man so will, einen Heckbetrieb und einen Frontbetrieb und eigentlich fährt er auch immer. Ich habe jetzt, das ist ein Sender. Das ist ein Sender aus dem Flugbetrieb eigentlich, deswegen ist jetzt Gimbal, nennt man die, dieser Mehrwegschalter, ist jetzt keine Rückstellung eingestellt, das kann man über Stellschrauben machen. Ich habe es so gelassen, ich benutze das im Prinzip als Tempomat. Ne? Und die Lenkung habe ich auf den zweiten Kanal gelegt. Warum bewegt der Bagger sich jetzt nicht? Ich habe mir sowas nochmal wie ein, beim Fliegen nennt man das Arm-Switch, so ein Zündeschalter gemacht. Ich muss den erst freigeben und dann fährt der Bagger auch. Ne? Das ist im Prinzip mein Notaus, wenn er jetzt fährt, wenn ich mal Panikschalter, wenn ich hier betaste, wenn ich das betätige, dann steht der Bagger. So, ich habe gerade ein bisschen Stuhl verschoben, Entschuldigung. So, und wenn ich jetzt ein bisschen zurückfahren lasse, ich lasse ihn mal an, dann kann ich hier vorwärts und zurückschieben und lenken kann ich halt auch. Ne? Ich kann ihn noch langsam fahren. So, und was ich dann auch, jetzt geht es darum, wie steuere ich die anderen Funktionen. Die anderen Funktionen steuere ich so, dass der vordere Schaufelarm und die Schaufel selber, der Schaufelarm und der hintere Arm sind mit einem Ausgang gekoppelt mit dem Motor und jetzt muss ich mir Getriebe umschalten. Die Getriebeumschaltung habe ich auch am Schalter gelegt. So, jetzt schalte ich in den Frontbetrieb. So, jetzt sind wir hinten. Jetzt den Frontbetrieb, man hat es schalten gehört, ich mache das nochmal. Heckbetrieb, Frontbetrieb, das ist eine Rast, eine Stellung. Die habe ich mit der Steuerung so programmiert, damit man den Antrieb nicht belastet. Und wenn ich jetzt in dem Frontbetrieb wäre, dann habe ich ja hier auf dem Hebel, ich sage mal, meinen Fahrmodus, weil ich will ja fahren und meinen Hebel betätigen. Und baggern. Und damit ich das also im Fahren baggern kann, habe ich das parallel gemacht. Ich bleibe jetzt mal stehen. So, mach die Zündung mal aus. So, und wir konzentrieren uns mal nur auf den Arm. Da habe ich gesagt, den vorderen Arm lege ich auf den Hebel. Wenn ich ihn nach vorne tue, fährt er hoch.
So, wenn ich den runtermache, dann fährt er am 100. Die Schaufel habe ich mir jetzt hier. Hier gibt es an der Seite, es ist schwarz schlecht zu sehen, hier gibt es an der Seite so einen Hebel, so einen analogen Hebel. Wenn ich den betätige, dann geht die Schaufel halt auf und zu. Ne? Ich hole den Bagger mal ein bisschen nach vorne. Kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich versuche es nochmal. Jetzt mache ich hier mit meinem Finger. Ne? So, und wenn ich jetzt im Heck nach hinten fahren möchte, im Heckbetrieb, dann finde ich das mit der Zündung ganz praktisch, weil im Heckbetrieb will ich ja eigentlich nicht fahren oder nicht so viel. Dann mache ich jetzt erstmal die Zündung aus, lege jetzt mit dem Hebel das Getriebe in den Heckbetrieb um, hören wir das Klacken. Jetzt bin ich im Heckbetrieb und wenn ich jetzt den gleichen Hebel bewege, da bewegt sich der hintere Bagger. Ne? Es ist der gleiche Hebel, aber es ist jetzt der hintere obere Baggerarm. Ne? So, ich hatte auch da ein bisschen die Leistung, vielleicht ein bisschen zu sehr eingeschränkt. Ich hatte ein bisschen Angst. So. Der Trick ist, ich kann ja den Baggerarm auch schwenken. Das Schwenken habe ich dann hier auf den Hebel gelegt. Ne? Da schwenkt dann der Hebel. Und wir haben über Bedienbarkeit geredet, von wegen, das ist der gleiche, für den oberen, wie das obere Armgelenk ist, ist das der gleiche Hebel, was im Frontbetrieb halt für den Arm war. Ne? Wenn ich jetzt nochmal in den Frontbetrieb schalte und betätige jetzt nochmal den Hebel, dann ist das der andere aber Arm. Ne? Das heißt, ich muss mich nicht so umorientieren, wo ich was steuere. So, jetzt habe ich, wo ist jetzt die Schaufel? Wo ist jetzt das zweite Armgelenk? Ich habe mir das zweite Armgelenk auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Hebel. Und auf den Hebel habe ich jetzt hier tatsächlich die Schaufel gelegt. Ne? Da sieht man, dass die Schaufel auf und zu fährt, die hintere. So, und das hintere Armgelenk. Das hintere Armgelenk. Jetzt habe ich hier das hintere Armgelenk ist dann auf dem, da wo eben die Schaufel lag. Ne? Jetzt kann man sich im Rahmen der Bedienergonomie überlegen, wenn ich den Arm immer auf diesem Hebel auf runter habe und habe die Schaufel immer auf diesem Element, auf diesem einen, ob ich das nicht so lasse. Und das zweite Knickgelenk auf dem anderen, also einmal vertauschen. Ne? Darum soll es aber nicht gehen. Ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, wie man überhaupt mit einem kaufbaren Funksender, wie man da ohne Basteleien, ohne Löten, nur ein bisschen Software-Updates, und die traue ich euch zu, ich sag mal, mit kaufbaren EC-Sets seine Klemmbausteinsets mindestens von die von Moltking steuern kann. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass es in Zukunft auch mit anderen geht.